Scrimmata da ein paar Aufträge. Und ja, mal schauen. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Waren wir? Auftrag 11, glaube ich. Wenn ich 10 Speicherungen habe. Auftrag 11, Auftrag 11. Schicksal, bringen Sie den Kelch da und öffnen Sie den Weg. Lass mal schnell schauen. Power-Up irgendwie. Und Meteor. Feuerbälle. Gerne. Gut. Kelch da bringen und Weg öffnen. Mal schauen. Gut. Hi. Naja, Granatwerfer haben wir. Bäm! Treffen müssten wir mal, ne? Stirbt er auch irgendwann, bitte. Gut, weg ist er. In der Wand. Okay, das ist neu. Fuck! Yo! Alter! Yo! Okay. Inschrift. Jene, die nicht im Besitz des Zeichens sind, sind des Kelches unwürdig. Geh den dunklen Weg zum Licht der Trauer. Das Zeichen ist im Käfig der Verdammnis eingesperrt. Was ist da gerade zerbrochen? Einmal eine Runde. Okay. So, mal weiter schauen. Da ist der Kelch. Sockel ist ein Pokal, geschützt von einem kräftigen Licht. Erweise dich des Zeichens würdig. Ja, gut. Wo ist das Zeichen? Der Kelch wird das Tor zum dunklen Weg öffnen. Musik ist ein bisschen, weiß nicht.
bisschen. Jo. Bisschen stressig. Zack. Alter. Halten viel aus, die Leute. Okay, da kann ich Sachen kaufen. Oh. Ha. Okay. Puh. Jetzt bin ich da. Da hätte ich auch das Glas da hier. Eigentlich theoretisch hätte ich auch das Glas da hier kaputt machen können und einfach durchgehen. Aber nein. Zeichen der Keuschheit. Was? Ein präpariertes, mit Kristall bedecktes Tierorgan. Darin liegt das Zeichen der Keuschheit, ohne dass der Kelch nicht gefunden werden kann. Aber den Kelch habe ich doch schon gefunden. Ich kann den nur nicht nehmen. Warum denn bitte? Warum denn bitte Zeichen der Keuschheit? Jo, drei auf einmal. Bam, 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 bitch. Yeah. OP, Alter. Gott. Haben wir jetzt das Zeichen der Keuschheit. Blaue Kugel, nice. Liegt einfach so rum. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Du, 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 du. Da ist noch sowas. Hm. Also. Ach, ich könnte da oben mal schnell reingehen. Schade des goldenen Ritters. Was? Wo ist denn der bitte golden? Oder habe ich mich verlesen? Scheinbar wurde hier einmal etwas abgestellt. Goldenen Ritters. Tatsächlich. Der Helm ist eventuell ein bisschen golden, aber. Mehr jetzt auch nicht wirklich. Sie haben das Zeichen der Keuschheit verwendet. Dankeschön. Kelch, das Gefäß, in dem das Blut der göttlichen Toten aufbewahrt wurde. Ah! Oh oh. Was passiert? Yo, der schon wieder. Nein, den habe ich letztes Mal schon besiegt. Der wird nicht so schwer sein, hoffe ich mal. Edgelord. Einfach Angriff spammen. Wird schon funktionieren. Also, ich muss sagen, Ifrit, also die Feuerhandschuhe und so weiter, sind ein bisschen unspektakulär, aber relativ stark.
Bam. Und. Gott. Ist er endlich tot? Oder haut er wieder ab? Nein, diesmal verbrennt er. Gut. Das ist schön. Oder auch nicht, haut wieder ab. Oder, keine Ahnung. Wer weiß. Ich weiß es zumindest nicht. Jo. Gut, wie komme ich da hoch? Geht das wieder auf? Eingang ist versiegelt. Ah. Warum muss Dante so langsam sein? Geht ein bisschen auf den Sack. Ja. Komm. Ja, komm. Ja. Yeah. Ach komm, ja, das schafft. Das schafft er natürlich nicht. Kelch rein. Tada. Wunderbar. Auftrag erfüllt. Jo. Wunderbar. C-Rang. Was? Bullshit. Bullshit. Ich habe alle Gegner fertig gemacht wie sonst was. Wo war das bitte C? Blasphemie, Alter. Auftrag 12. Geisterschiff. Was, hä? Gehen Sie auf das Deck und von dort zur Kapitänskajüte. Jetzt gehen wir auf ein Geisterschiff. Was? Okay. Okay. Blaue Kugel kann ich nicht mehr kaufen. Teufelstransformanzeige ausweiten. Gelbe Kugel macht. Ach ja, wiederbeleben. Da habe ich, glaube ich, noch ein paar. Kaufen wir mal ein paar. Von den Dingen. Weil Transformation ist ziemlich gut. Ah ja, Geisterschiff. Was, wie unter Wasser? Nö. Oh. Richtungswechsel. Schwimmen. Perspektiven wechseln. Die Richtung, in der die linke analog. Ich hab keinen Bock auf Schwimmen. Oh, was ist das? Ach, das ist so ein Ding. Los, komm, geh kaputt. Gott. Kann ich nicht aufs Schiff drauf springen? Naja. Oder so. Im Wasser ist halt ein bisschen rotes Zeug. Nein, nicht runterfallen, Alter. Krr, krr,
Der kann 100 pro drauf, Alter. Ich hab keinen Bock auf Schwimmen. Schwimmen ist... First Person? What? Oh Gott. Nee. Da ist was. Ich habe keine Pistole. Ich kann mich nicht wehren. Außer, Moment. Waffe. Pistole. Ich habe keine Unterwasserpistole. Oh Gott, Hilfe. Ah, ein Glück. Ups. Vielleicht einfach untersuchen, ne? Schatztruhe sind nur Muscheln. Was? Wer tut denn bitte Muscheln in eine Schatztruhe? Was waren denn das für komische Leute? Wow. Stylish. Ja. Das ist richtig. Stylish. Nein. Suck. Tja. Da liegt was. Unter Wasser. Pistole. Needle Gun. Die einzige Waffe, die unter Wasser eingesetzt werden kann. Einzige Waffe. Ein Dreizack. Ist auch so eine Waffe, die kann unter Wasser eingesetzt werden. Jo. Kapitän, ich muss da rein. Zugesperrt steht etwas geschrieben. Ich bin das Schiff, das die wandelnden Seelen zum Abgrund der Unterwelt befördert. Beschütze das Schiff und du wirst mit dem Elmsfeuer belohnt. Was? Oh nö, nicht noch so einer. Scheißdinger, die man kaum treffen kann. Ja. Vielleicht wäre bei so einem Gegner. Jo, vielleicht wäre bei so einem Gegner eventuell Granatwerfer gar nicht mal so gut. Vielleicht halt einfach nur die normalen Pistolen, aber die machen halt nicht so viel Schaden. Weil die wären halt schneller. Die würden wahrscheinlich. The fuck? Was war das denn? Gut. Krieg ich jetzt mein Elmsfeuer? Bitte. Tatsächlich. Ein einziger Gegner. Sensenmann. Weswegen bin ich eigentlich nochmal hier? Warum fahr ich jetzt mit einem Schiff? Heißt es eigentlich mit einem Schiff fahren oder Schiff schwimmen? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwas über ein Schiff labe. Heißt es mit einem Schiff fahren, mit einem Schiff schwimmen, auf einem Schiff fahren? Auf dem Schiff schwimmen. Keine Ahnung. Oder geht beides vielleicht? Ah ja, warum bin ich überhaupt hier? Was ist denn eigentlich mein Ziel? Ich habe das schon wieder komplett vergessen. Donnervogel ist wieder da. Fahren. Oh. Okay. Dann hatte ich das ja bisher immer. Oh, ernsthaft.
Dann hatte ich das ja bisher immer, glaube ich, immer richtig gesagt. Yo! Fummel! Wenn er wenigstens den richtigen Vogel anvisieren könnte und nicht dem seinen Angriff selbst, das wäre gut. Alter, mach ich mal nur den Mann! Loje, Loje, Hilfe! Was will ich denn machen? Dreckszeug. Der Kampf ist... Ich verstehe den Kampf nicht richtig. Gut. Bin ich denn jetzt? War ich jetzt auf dem drauf oder in dem drin oder so? Ey, das ist verwirrend wie Scheiße. Jetzt. Ein Schiff bei der Kameraperspektive ist kein guter Kampfort, ey. Fick dich, Vogel. Fick dich, Vogel. Komm, bring ihn um! Los! Fick dich, Vogel. Nicht besiegt, der ist wieder abgehauen. Das war ein bekackter Kampf. Das war ein doofer Kampf. 8 Minuten. C, ja! Da für den C-Rang kann ich nichts. Der war für den Arsch. Der Vogelkampf war für den Arsch. Hat mir nicht so gut gefallen. Bei einem ansonsten ziemlich unterhaltsamen Spiel auf jeden Fall. Sowas bitte nicht nochmal. Auftrag 13, Abgrund. Finden Sie einen Ausgang und retten Sie sich vom Schiff. Wie Ausgang finden. Da gehe ich einfach zur Tür raus und springe vom Bord. Was soll denn das? 700 werde ich nicht viel kaufen können. Da, weißt du, geh ich aus der Tür raus. Und springen. Ja, unsichtbare Wand. Wenn die unsichtbare Wand nicht wäre, dann. Aber. Was denn das jetzt? Achso, das ist Feuer. Das wäre der Ausgang. Das wäre ein Ausgang. Ja,
Hermes Stab. Das Ornament zeigt zwei Schlangen, die sich um den Stab finden. Wow, warum heißt das dann Hermes? Nur weil da Flügel dran sind. Was für ein Zufall. Ich nehme was von der Statue weg und auf einmal stürzt alles ein. Warum geht denn jetzt das Schiff unter? Nur weil ich den Stab weggenommen habe? Jo. Hi, Captain. Ratatatata. Kann ich nicht raus, weil auf einmal kann ich da nicht raus, weil Gegner da sind. Und ich zuerst kaputt machen muss. Da 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 da. Bam. Hand weg. Verliere ich denn jetzt eigentlich Leben oder sowas? Ich meine, gefühlt habe ich unendlich Luft. Warum schwimmen die eigentlich vor mir weg? Yo. Ausgang. Anstatt dass Dante die Kacktür von innen aufmacht. Oder geht es nicht? Ging die Tür nach außen hin auf oder nach innen? Konnte man wahrscheinlich gar nicht sehen. S-Rang, ja, genau. Das und bitte weiter so. Ich bin halt, perfekt und so, ne? Außer wenn ich natürlich nichts dafür kann, wie zum Beispiel beim Kackvogel. Konnte ich nichts dafür. War halt für den Arsch. Jo, kein neuer Auftrag. Erstmal zum nächsten. Zur nächsten Tür gehen. Jo, gut. Gefühlt bin ich jetzt wieder genau da, wo ich vorhin war. Wehe. Clowns sind die einzigen, die irgendwas können. Die anderen gehen alle viel zu schnell kaputt. Auftrag 14. Absolute Dunkelheit und steile Berge. Gehen Sie an die Oberfläche und weiter zum Kolosseum. Ich bin noch an der Oberfläche. Weiter zum Kolosseum. Fred. Schlag 13. Roundhouse Kick. Okay, ich bin doch nicht da, wo ich vorhin war. Das sieht aber gefährlich aus hier.
Weg wird durch einen Eisenzaun versperrt. Ja, das sehe ich. Mach ne auf. Wen visierst du an, Dante? Alter. Noch mehr so Stachellöcher. Gefällt mir nicht. Was wohl passiert? Hier steht etwas geschrieben. Das Resonanzemblem wird den Siegel vom Schild lösen. Emblem-Schild. Ein kleines Schild. Das Emblem darauf hat die gleiche Form wie die Embleme, die die Türen des Kolosseums versiegeln. Der Arm des Skeletts scheint als Hebel zu wirken. Soll ich den Hebel umlegen? Nein. Ich werde wahrscheinlich nicht weiterkommen, wenn ich es nicht mache. Ja, jetzt geht das auf. Aber alles andere wird natürlich auch aktiviert. Die versteckte Falle wurde ausgelöst. Also versteckt war jetzt nicht unbedingt. Ich habe gedacht, es wird anders ablaufen. Aber das ist mir sogar lieber hier so. So ist es mir natürlich lieber. Ernsthaft. Ich habe gedacht, die Stachelwand wird zu mir hin gehen und so weiter. Und nicht, dass sich der Boden bewegt. Okay, hier ist nix. Also ich muss sagen, manchmal ist es echt ein bisschen merkwürdig in die Richtung der Kamera selbst zu laufen. Und halt das, was vor einem direkt ist, nicht wirklich zu sehen. Nicht schon wieder, Alter! Was macht denn der? Fliegt nur dumm um mich rum und verschwendet meine Kackzeit. Ja, gut. Komm. Gott. Also die Gegner mag ich überhaupt nicht. Reine Zeitverschwendung, ohne Scheiß. Da ich lauf in Richtung. In Richtung von der Kamera und das ist super merkwürdig. Weil ich halt nicht direkt sehe, wo ich denn jetzt genau hinlaufe. Was ist das da? Nix. Nix ist das. Unnötig. Zeitverschwendung ist das. Gut. Ach, okay. Doch nicht. Doch nicht Zeitverschwendung. Blaue Kugel ist gut. Warum ist das rot? Ach so, weil ich zwei rote Kugeln dem geben muss. Warum auch immer? Warum auch immer zwei rote Kugeln, wenn ich die roten Kugeln auch für was anderes benutzen kann? Ich sollte vielleicht ein bisschen drauf achten, dass ich zumindest immer mindestens 200 rote Kugeln bei mir habe. Wenn nicht alles ausgeht. Weil
Sonst kann es sein, dass ich keine Ahnung habe, wie ich weiterkomme. Und ist schon wieder rotes Zeug. Bräuchte ich wieder 200 rote Kugeln. Außer die spawnen jetzt natürlich unendlich lang, so dass ich mir meine 200 roten Kugeln verdienen kann. Weil aktuell habe ich keinen. Teufelsstern. Ne. Wieder weg. Alternativer Pfad oder sowas. Gut gemacht. Hey, Versteck. Gut, gut, sehr gut. Guter Mann. Okay, da habe ich nur 100 gebraucht. Gut zu wissen. Trotzdem, dass sie mir die ganzen roten Kugeln wegnehmen, die ich mir verdient habe. Durch Kämpfe und so. Ne, werden mir gleich wieder weggenommen. Ich gemein. Tür aufgesperrt. Hä, mit was denn? Hä? Habe ich irgendwie einen Schlüssel gehabt? Wer weiß, wer weiß. Ach, schon wieder kurz vor 1. Das ging jetzt aber schnell. Das ging schnell. Aber heute, was haben wir geschafft? Auf Tag 11, 12, 13 und 14. 4 Aufträge. Cool, cool. Schauen wir uns noch kurz an, wie der nächste Auftrag heißt. Was wir denn machen müssen. Rat des Schicksals. Nehmen Sie sich ein Schild und ein Lanzenpaar, um das Kolosseum zu erobern. Was? Das brauche ich doch nicht. Oder muss ich das den Leuten da geben, an der Tür? Bis back. Kommst zur richtigen Zeit, weil wir werden jetzt fertig machen. Werden jetzt ja fertig und so weiter. Gut. Also Devil May Cry. An sich gutes Spiel. Bloß kleines bisschen, weiß nicht. Ein kleines bisschen an Fehlern hat's auf jeden Fall. Aber ich bin mir sicher, die Nachfolger haben das da ein bisschen besser gemacht und so weiter. Ich meine, es ist der erste Teil. Und ja. Also so wie es mir bisher gefällt, können wir auf jeden Fall irgendwann dann die anderen Teile auch mal spielen.